Ja, viele von uns vermissen ja das Gym und auch den richtigen Pump so nach dem Training. Aber ich kann euch beruhigen, es gibt Alternativen, um den nötigen Pump auch zu Hause zu bekommen. Und zwar mit den CLX Terra Bändern. Das ist mein Mittel, womit ich meinen Körper fit halte momentan. Und das sind hier die Athletikbänder. Bedeutet, das sind wirklich schwere Bänder. Das ist nochmal 40% stärker als das. Und das System ist ganz einfach. Ich habe wachsenden Widerstand durch Länge und ich habe verschiedene Loops, wo ich mit Händen und Füßen reingreifen kann. Wie das Ganze zu Hause aussieht und wie ich die Muskulatur damit trainiere, das zeige ich euch jetzt. So, ich habe das Band oben am Fensterrahmen befestigt und jetzt geht es an die Brust. Wer vermisst sie nicht? Die klassischen Kabelzüge der Crossover. Gleiche Grundposition. Und hier die optimale Übung, um die Brust zu trainieren, in der kurzen oder in der etwas längeren Fly-Variante. So, ich habe die gleiche Befestigung genommen wie vorher bei der Brust und jetzt mache ich den Latzug in der abgewandelten Variante und zwar stehend, vorgebeugt. Und dann kann ich hier mit dem CLX Terra Band als Alternative wunderbar den gesamten großen Rückenmuskel trainieren. So, ich habe das Band jetzt ein bisschen tiefer befestigt und jetzt zeige ich euch drei effektive Varianten für die seitliche Bauchmuskulatur. Erstes Level ist Beine stabil, Oberkörper rotiert. Zweites Level, andere Variante, Arme bleiben stabil, die Beine bewegen sich. Dann habe ich die Sidewalks, ja, isometrische Haltebewegung, Muskulatur bleibt in der gleichen Position. Oder ich arbeite hier über die Seite, das ist so mein Favorit, um wirklich im Stehen die seitlichen Bauchmuskeln effektiv zu trainieren. So, die nächste Übung ist jetzt eine für die Beine und ich kombiniere das mit einer Ruderbewegung. Wir machen Squats and Row. Ich nehme jetzt hier das goldene Band, das ist ein bisschen stärker und kann hier ja, jetzt optimal Oberschenkel trainieren und gleichzeitig noch die Ruderbewegung machen. So, in der nächsten Variante zeige ich euch meine Lieblingsübung für den Bauch. Und zwar den Resisted Crunch. Arme bleiben stabil und dann beginne ich von hier aus. Mit Widerstand, Bauchmuskeln anspannen, kurz halten. Und ich kann von hier aus genauso gut die Arme nutzen, um mich festzuhalten und dann eine lange Beinbewegung nach vorne, zack, in die Kerze und wieder hoch. So, in den nächsten zwei Übungen zeige ich euch eine für die Beinrückseite und den Mountain Climber. Ja, wir legen uns ab. Wir haben hier für die Hamstrings eine der besten Übungen, die ich mit dem CLX Terra Band machen kann. Und dann noch den klassischen Bergsteiger. So, kommen wir zu den kleineren Muskelgruppen. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen. Bizeps, Trizeps und Schulter. Ich stehe jetzt hier sicher mit beiden Füßen in den Schlaufen und kann jetzt hier entscheiden, wie intensiv ich arbeiten möchte. Ich habe also hier vier Loops bis nach unten. Und für die Schulter nehme ich jetzt mal hier den Loop 2 und kann hier wie mit Hanteln, ja, klassisches Seitheben machen. Und das ist mit Silber und Gold schon recht anstrengend. So, für den Bizeps nutzen wir das Gleiche. Ich gehe jetzt noch einen tiefer in den dritten Loop. Und dann kann ich von hier aus optimal
mit Power, das seht ihr auch, meinen Bizeps trainieren. So, für den Trizeps wechsle ich die Fußposition und zwar gehe ich in den mittleren und stehe eigentlich nur mit einem Fuß drin und kann jetzt hier auch den ersten oder zweiten Loop nehmen. Ich mache jetzt die Overhead Press und dann kann ich hier mit dem Widerstand optimal mit dem Celix Terra Band zu Hause auch meinen Trizeps trainieren. Ja, wenn du jetzt so richtig Bock auf Training bekommen hast, dann leg dir so ein Band zu. Das ist mein perfekter Trainingsbegleiter für unterwegs, nicht nur zu Hause, sondern auch im Urlaub. CLX Terra Band könnt ihr jetzt bestellen unter www.arz.eu und das Beste ist, du kriegst noch 15% Rabatt mit meinem Code Arne und dann wünsche ich dir viel Spaß beim Training.